Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Wir haben uns in der letzten Ausgabe dieses böse Teil gekauft, die Dodge SRT Viper in der Track Race Edition. Ja, haha, Track Race. Wir haben nämlich eine geile Wheelie Bar da hinten und deswegen werden wir heute unsere ersten Track Races machen und ich bin mal sehr gespannt, wie die ablaufen. Nichtsdestotrotz möchte ich dich trotzdem etwas abholen. Ich weiß ja nicht, wer den Stream, den ich ja schon angekündigt habe, verfolgt hat im gestrigen Tage. Der ging ja fast knapp 3 Stunden. Und naja, wenn man halt ein bisschen was macht in dieser Welt, zum Beispiel ein Foto schießt, das wisst ihr ja auch, oder sonst was macht, kriegt man dann natürlich trotzdem halt Fans dazu oder diese Follower dazu. Man steigt halt im Level auf und genau das ist halt passiert. Es ist sogar schon vor dem Stream passiert, weil, wie ihr vielleicht wisst, in der letzten Folge waren wir so kurz davor, Star zu werden. Und tatsächlich für das Thumbnail, was ich gemacht habe in der letzten Folge, ja, ist es halt passiert. Wir sind im Star-Rang oder auf den Star-Rang aufgestiegen mittlerweile oder durch den Stream haben wir sogar gewaltigen Sprung gemacht. Aber ja, nur falls ihr euch wundert, warum jetzt auf einmal zwischen der letzten Folge und dieser Folge, obwohl das jetzt am selben Tag erscheint, so ein gewaltiger Sprung ist, genau dazwischen lag der Stream, damit ihr jetzt rein von der Zeitachse und so weiter da komplett ja, wieder abgeholt seid, ja. Ja, da sind wir auch unter anderem im Stream dieses Baby gefahren, das haben wir uns nämlich gekauft für diese Crew-Credits, da hatte ich 60.000 und der R8 kostet nämlich fast genau 60.000 Crew-Credits, da haben wir dieses Teil hier gekauft und auch aufgebaut, also falls ihr euch wundert, dann checkt einfach mal am besten den Stream ab, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, da gibt es eine extra Livestream-Playlist, da ist jetzt halt nur der eine Stream von gestern drin, aber wir werden, denke ich mal, in Zukunft noch weitere Streams machen. Gut, egal, wir gehen auf die Straßen, ich will euch nicht zu labern, aber ich wollte euch einfach trotzdem mal abholen, damit ihr wisst, wo sind wir denn, wo stehen wir denn und ich kann ja auch ganz kurz nochmal vielleicht, bevor wir dann zum ersten Track Race gehen, ganz kurz hier mal auf uns gehen, also ihr seht, Star und wir sind sogar schon fast im Star-Rang aufgestiegen, einfach durch diesen, ja, durch diesen Livestream und genau, deswegen ist es aber halt auch so, dass wir, da ist es falsch, dass wir natürlich entsprechend auch viele, viele, viele neue Aktivitäten haben. Durch den Star-Rang haben wir natürlich auch zum Beispiel in der Street-Racing-Community oder Szene haben wir jetzt die Hypercars freigeschaltet. Also eine Menge Events dazugekommen, aber wir machen trotzdem Step-by-Step. Wir überhasten jetzt nichts und deswegen jetzt aber mal die Action sprechen lassen. Wir gehen rüber nach L.A. zum Santa Monica Pier oder zu Santa Monica und fahren unser erstes Track-Race. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Gehen wir mal hin. Drag Racing sieht easy aus, aber erfordert jede Menge Konzentration und Technik. Und das in verdammt kurzer Zeit. Also schauen wir mal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Falls nicht, gibt's Nachsitzen. Ja, hoffe ich doch mal. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, wie es funktioniert. Da bin ich mal sehr gespannt. Boah, er geht auf jeden Fall böse ab, ey. Also die Wheelie Bar brauchen wir auf jeden Fall. One. Unterbiete 15,6, okay. Lauf 1, okay. Also müssen wir die Reifen aufwärmen, ordentlich wahrscheinlich. Das ist zu viel. Perfekter Burnout, okay. Das müssen wir selber schalten. Okay, das war glaube ich nicht so gut, oder? Nee, das haben wir nicht geschafft. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass es nicht so einfach wird. Wir haben 466 km/h Topspeed. What the fuck? Wie viel Leistung haben wir denn in dem Teil? Gleich mal gucken. Ups. Oh, es gibt einen zweiten Lauf. Okay. Keine Ahnung, was machen wir denn falsch? Wir kommen überhaupt nicht vom Fleck. Also irgendwas machen wir falsch. Also wir kommen überhaupt nicht an die Vorgabe ran. Okay, gar nicht so einfach die Geschichte. Aufgabenzeit, Fahrzeit, weiter. Dritter Lauf, ja wunderbar.
Guck mal, wie der abgeht. Hä, was mache ich falsch, Leute? Irgendwas mache ich falsch. Ich finde es aber noch raus. Nicht jetzt gleich in die Tasten hauen. Wir finden das noch in der Folge raus, was denn hier jetzt nicht richtig läuft. Ich habe halt viel zu viel durchdrehende Räder am Anfang. Aber ich mache ja diesen perfekten Burnout am Anfang. Und ja, aber irgendwie komme ich nicht mit. Da hilft wohl nur üben. Komm wieder und versuch's nochmal. Ja, meine Leistungsstufe reicht nicht aus, aber wegen zwei Leistungsindexstufen glaube ich jetzt fast nicht, dass es daran scheitert, oder? Gut, wir können jetzt nochmal kurz Track Races suchen. Vielleicht gibt es welche, die eine niedrige Stufe erfordern. Also vielleicht liegt es doch an diesen zwei Stufen. Aber was wir jetzt auf jeden Fall gucken ist, wie viel Leistung haben wir denn in dem Teil? Das steht gar nicht dabei. PS, unbekannt. Wenn wir über 1000 PS haben in dem Teil, oder? So, ich gehe mal kurz in Profi-Einstellungen. Ja gut, da können wir halt hier vielleicht ein bisschen was machen, aber Reifenhaftung hin. Vorne brauchen wir eigentlich nicht so viel. Wegen, ja, aber sonst, das ist ja eigentlich egal hier. Aber sonst muss ich damit ein bisschen mehr Gefühl Gas geben am Anfang, dass wir nicht so durchdrehende Räder haben oder so. Ich weiß es nicht. So die Drehzahl vielleicht versuchen zu halten und nicht so du. Ich denke, das wird wahrscheinlich ein guter Ansatz sein. Das probieren wir mal. Wir machen mal eine andere Track Race Piste. Vielleicht ist das auch schon zu hoch. Hier ist nochmal Waschen und Frisieren. Da wird 330 verlangt. Also ja, aber wir gucken trotzdem mal, dass ich vielleicht nicht okay, so viel Vollgas gebe. Las Vegas, Freeman Street, Track Racing bei Nacht. Drei Runden, keine Regeln. Und das Beste dabei, es ist völlig legal. Ich denke, ich könnte sogar völlig legale Wetten darauf abschließen. Nur um dich ein bisschen anzuspornen. Okay. Konzentration. Und der Biete 15-10, okay. Ja, das haben wir. Ich komme wieder nicht mit. Keine Chance, oder? Jetzt doch, jetzt ziehen wir ein bisschen. Jetzt ziehen wir ein bisschen ran. Ja, vielleicht ist der Leistungsindex da ja doch entscheidender als gedacht. Von deinem Motor tauschen. Aber weißt du was? Das macht nichts. Wir können es uns nämlich jetzt leisten, kaputte Teile zu ersetzen. Ich muss sie nicht mehr notdürftig zusammenflicken. Sind wir jetzt rich, oder wie? Dass wir das können? Da müssen wir drüber hinaus. Vorsicht. Okay. Okay, also ich glaube, der Leistungsindex macht hier doch ein bisschen mehr aus als gedacht. Ich kann vielleicht noch ein bisschen am Motor rumschrauben und ein paar PS extra rauskitzeln. Zum Glück sind wir an einem Ort, wo das geht. Wobei wir jetzt auch unter... Oh gut, der Weg ist, glaube ich, ein bisschen kürzer als gerade eben. Aber die Vorgabe ist ja eine ähnliche und wir schaffen es jetzt statt bei 16 Sekunden, sind wir jetzt halt bei 13 Sekunden. Muss aufpassen. Okay. Das passt. Ja, ich habe halt immer noch auf dem Controller halt diese Standard... Oh, jetzt habe ich gar nicht... Ah ne, meine eigene Zeit habe ich nicht verbessert. Ich habe halt immer noch diese Standard-Hochschalt-Runderschalt-Tasten. Die bin ich halt nicht gewohnt, weil ich die normalerweise ja auf X und B habe und nicht auf RB und LB. Aber egal. So, jetzt kriegen wir endlich Teile. Jetzt können wir upgraden. Und ich glaube, die Teile brauchen wir auch hier unbedingt, um eine Chance zu haben bei den anderen Track Races. Ich sage dir, es gibt nichts Besseres. Das Ergebnis von so vielen Stunden Arbeit zu zeigen, der Welt eine perfekte Lackierung zu präsentieren, die Kühlerhaube zu öffnen und zu sehen, was man mit eigenen Händen erschaffen hat. Und dann gleitest du hinter das Lenkrad, hörst das Monster aufheulen und lässt es von der Leine. Das muss man erleben.
Okay, alles klar. Dann, ja, gehen wir hier auf Performance, da kriegen wir neue Teile. Und da sind wir jetzt genau auf diesen 300. Und jetzt haben wir auch die Leistung. 2400 PS. What the fuck? Ich habe ja gesagt, über 1000 haben wir auf jeden Fall. Ja, gut. Das erklärt auch, warum wir hier Höchstgeschwindigkeit 500 haben. 0 auf 100 in 1,77 Sekunden mit Heckantrieb. Viertelmeile in 7,9. Alter Latz. Was sind das für Monster, bitte? Alles klar. Das ist ja... das ist heftig. Okay. Das ist gerade 2000. Boah. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch was haben. Da unten ist noch was Gelbes. Was ist das? Drag Race South Beach. Was wird da empfohlen? Ne, das ist auch mit 335. Gucken wir mal, ob wir noch einen 333 oder 330 empfohlen haben. Das ist Drift, Hypercar. Ne, das haben wir noch nicht. Drag Race haben wir nochmal. Drift und Hypercar. Okay, machen wir nochmal. Drag Race ist das mit. Das ist mit 330. Machen wir erstmal das hier noch. Gucken wir mal. Egal wie sehr ich uns auf die richtige Seite des Gesetzes ziehen will, nicht jedem gefällt das. Also müssen wir vorerst weiter illegal fahren. Aber das ist okay. Man kann die Dinge nur von innen ändern. Richtig? Also ändern wir sie. Hat er nicht... Ups. Ja, hat er nicht gerade eben noch gesagt, es ist legal oder es ist nur in Las Vegas illegal? Naja, egal. Go! Und jetzt steht nur unter Biete 20. Okay, das ist, glaube ich, ein längerer Strip. Weil der Weltrekord war auch diesmal ein bisschen höher. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Nitro kann man nur einmal zünden. Also wenn man einmal Nitro gedrückt hat, dann muss man quasi. So habe ich das Gefühl. Jetzt gucken wir mal, weiter geht's. Versuchen wir das Nitro später zu zünden, nicht gleich am Anfang. Ist, glaube ich, auch einfacher, den ersten Schaltvorgang zu erwischen. Aber groß keinen Unterschied, oder? Gucken wir mal gleich von der Zeit. Machen wir jetzt schneller. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen, ne? Machen wir schneller. 488 km, Alter. Ist aber so krank. Okay. Das ist echt heftig. Läuft, okay. Jetzt müssen wir uns aber gleich dann diesen zwei anderen Track Races widmen. Ich glaube, er hat drei Versuche, es zu schaffen, ne? Kann das sein? Also man muss es nicht jedes Mal schaffen. Das reicht, wenn man es halt einmal hinbekommt. So verstehe ich das. Egal, neue Teile, das ist schon mal gut. Du bist ein verdammt guter Street Racer. Holst einen Sieg nach dem anderen. Ist ein gutes Gefühl, oder? Ich weiß das. Ich habe selbst ein paar Rennen gewonnen. Aber vergiss niemals, nicht nur Niederlagen. Auch Siege können die Freundschaft auf eine schwere Probe stellen. Es muss nicht so kommen. Aber ich habe gelernt, wie schnell es den Bach runtergehen kann. Auf die harte Tour. Hier hat man auch die Anzeige, dass jetzt ist es warm. Jetzt ist es zu heiß. Okay, interessant.
Auf jeden Fall. Egal. Wir machen... Achso, nee, wir müssen erst die Teile einbauen. Halt, halt, halt. Wir müssen erst unser Fahrzeug pimpen. Piep. Piep. Und pimp. Okay, jetzt haben wir 336. Also 400 kann man es hochprügeln. Also schon ordentlich. So, jetzt haben wir hier auch nochmal... Nee, das war Drift. Hier ist... Upsala. Das war... War das Track? Nee, das war Drift. War das Track hier unten? Ja, hier war Track Race. Das machen wir. Alles klar. Jetzt wird's ernst. Also gerade eben hatten wir ja beim anderen in Las Vegas... In Los Angeles hatten wir Probleme, aber... Jetzt gucken wir mal. Racing-Communities überhaupt. Vielleicht, weil man hier praktisch alles für die Straße zulassen kann. Oder vielleicht, weil die Stadt so tickt. Jetzt wird's, glaube ich, ernst hier. Aber ja, Kurven fahren ist nicht mit dem Teil. 3, 2, 1. Wir waren die Zeit ab. Nicht go. Unterbietet 13.123. Okay, das ist, glaube ich, das Niedrigste, was es wir jemals ganz schnell vorbei sein. Schaffen mussten. Geht wieder da voll ab. Also irgendwas mache ich am Anfang falsch. Keine Chance. Keine Schnitte. Also irgendwas mache ich falsch, Leute. Keine Schnitte. Über eine Sekunde. Nochmal. Ich habe mal versucht, den ersten Gang ein bisschen länger zu drehen, dass es auch mal hoch geht und nicht gleich einen zweiten zu schalten, aber keine Chance. Also irgendwas scheint da noch nicht so richtig zu funktionieren. Ja, so, jetzt letzter Versuch. Aber ich wüsste also auch nicht, was ich ändern sollte. Halt ja eigentlich perfekt, aber guck mal, wie der wegzieht da vorne. Keine Chance, wie wir denn das schaffen. Also ich bin echt überfragt, Leute. Also irgendwas mache ich wohl falsch. Ne, keine Schnitte. Also entweder brauchen wir wirklich deutlich mehr Leistung. Was ich mir vorstellen kann, dass wir deutlich mehr Leistung brauchen. Oder ich mache halt echt irgendwas falsch, tatsächlich. Weil ich verliere am Start mega viel, aber auch schon bei den einfachen. Und ich meine, die Vorgabe sollte ja eigentlich zeigen, wie es geht. Wir könnten jetzt höchstens mal... Wobei... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es gibt ja eigentlich nur jetzt eine Möglichkeit. Und zwar, dass wir jetzt die Track Races, die wir schon hatten... Filter öffnen, das machen wir kurz weg. Mal kurz Disziplin, Track Race. Dass wir die jetzt nochmal machen. Einfach halt, ja, keine Ahnung. Beim schwierigen Schwierigkeitsgrad, gut, da haben wir eh zu wenig Stufe, aber... Puh, ja, Bestenliste ansehen, gerade mal gucken. Haben wir das falsche Fahrzeug? Nö. Der Erstplatzierte. Ne, Dave hat das mal gemacht. Aber guck mal, Dave war auch nicht wirklich schnell, war sogar langsamer. Warum steht er da vor mir? Ah ne, 7-1, halt. Ich habe mich verguckt. Okay, aber der war auch nicht schneller, so gesehen. Und die Welt hat aber... Guck mal, kann ich hier alle? Genau, da können wir jetzt mal gucken, was die Welt so gefahren ist. Okay, ich kann jetzt nicht auf... Kann man da nicht das irgendwie schneller machen? Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Gucken, was da für Zeiten kommen. Aber die sind alle so ähnlich. Ja, keine Ahnung, also... Wir müssen jetzt tatsächlich einfach nochmal ein paar Track... Ist ja egal, ob es dasselbe Event nochmal ist. Wir machen heute einfach jetzt ein paar Track Races. Vielleicht nicht so spannend, ich weiß. Aber ich brauche einfach ein bisschen, glaube ich, neue Teile, damit das Ding stärker wird. Also eine andere Chance sehe ich gerade nicht.
als das Fahrzeug wirklich stärker zu machen. Das ist so die einzige Möglichkeit, die ich da gerade wirklich sehe. Damit ich hier eine Schnitte habe, gegen die zu bestehen. Ganz, ganz klar. Jetzt mal die Taktik wieder mit vollem. Aber guck mal, wie der auf einmal nach vorne schnellt. Okay, jetzt hat er. Jetzt nicht. Jetzt. Ah, das war jetzt Dave. Okay, jetzt hatte ich Dave als Gegner. Okay, ja, gut. Okay, Dave hat es ganz am Ende erst eingesetzt. Von deinem Motor tauschen. Aber weißt du was? Das macht nichts. Wir können es uns nämlich jetzt leisten, kaputte Teile zu ersetzen. Okay, das war jetzt Dave als Gegner. Ich dachte nämlich gerade. Okay, jetzt hat er am Start auch mal verkackt, der die Vorgabe. Aber klar, wir müssen die Vorgabe ja nicht mehr schaffen. Ja, weiß nicht. Das Trackrennen ist eh nicht meins. Das ist nicht meine Welt. Ich kann vielleicht noch ein bisschen am Motor rumschrauben und ein paar PS extra rauskitzeln. Zum Glück sind wir an einem Ort, wo das geht. Sonst probieren wir das nochmal. Es war auf jeden Fall jetzt nochmals schneller. Also ich glaube, die perfekten Schaltzeiten sind schon ganz gut, wenn man die erwischt. Den ersten erwische ich meistens nicht so gut. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, den ersten Schaltvorgang perfekt zu erwischen. Ich glaube, das macht schon richtig viel aus. Ein legales Rennen abgehakt. Je besser sie laufen, desto leichter haben wir es mit den nächsten. Und dieses hier lief super. Guck mal, wir steigen auf, oder gleich? Uns fehlt noch so viel, um auf Kult 1 aufzusteigen. Den ersten Kultrang. So, jetzt haben wir noch zwei Teile bekommen. Okay. Ja, ich hoffe... Es ist trotzdem interessant irgendwie für euch, mit mir diesen Weg zu begleiten. Natürlich dürft ihr Tipps schreiben, ja. Also am Anfang, das soll jetzt nicht böse gemeint sein, nur meistens ist es so, ich habe am Anfang einer Folge irgendein Problem, dann finde ich die Lösung selber raus in der Folge, aber es haben schon 100 Leute gleich einen Kommentar geschrieben. Ich empfehle meistens erst die Folge komplett zu sehen, bevor man einen Kommentar schreibt. Wir machen das Eastfield nochmal. Da kommen nicht diese komischen Zwischensequenzen die ganze Zeit. Probieren wir es einfach hier nochmal. So. Aber eben das, dass Dave zum Beispiel auch nicht schneller war oder so, zeigt ja eigentlich, dass wir eigentlich da nichts falsch machen. Ich glaube einfach wirklich, dass die Vorgabe extrem schwierig ist. Was ist denn da passiert gerade eben? Ist das der Weltranglisten-Erste oder was? Was sind der gefahren? Alter, guck mal, wie der uns weggezogen ist. Okay. Ich habe so das Gefühl, gibt's da Allradfahrzeuge? Ich glaube, Allradfahrzeuge wären ziemlich mächtig hier. Hä? Das ist zu viel. Der fährt einen Camaro. Nee, eine Corvette. Eine Corvette ist ja gefahren, aber der halt wahrscheinlich auf Max-Tune schon. Maximales Tuning oder so. Keine Ahnung. Boah, 500. Wie viel km/h hatten wir gerade drauf? 523. Boah. Okay, alles klar.
Versuch mal nach dem ersten Schaltvorgang gleich Nitro zu zünden. Mal gucken, ob das besser ist. Naja. Fühlt sich jetzt nicht schneller an. Sind auf jeden Fall in der Endgeschwindigkeit nicht so hoch, aber 500 kriegen wir auch drauf, was, oder? Ja, nicht ganz. 490. Ist schon heftig. Ja, waren jetzt auch ein bisschen langsamer. Der Mann, der Mythos, die Legende. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt in den Clubrang aufgestiegen sind. Club 1, Kult 1, nicht Club, genau, Clubrang. Kult 1 haben wir, alles klar. Macht euch bereit für eine neue Episode der Live Extreme Series. Jetzt verfügbar. Es ist noch nicht lange her, dass wir die Chance bekommen haben, gegen die Pros anzutreten. Jetzt will Live, dass wir die Pros sind, die von den Newcomern gejagt werden. Nicht schlecht, würde ich sagen. Verteidigen wir jetzt unser Revier. Okay, da gibt's jetzt eine Menge neue Disziplinen jetzt nochmal oben drauf. Also, jetzt können wir uns wirklich nicht mehr retten von neuen Disziplin, guckt euch das mal an. Alter, alles klar. Du bist jetzt so berühmt, dass es kein Rennen mehr gibt, zu dem du nicht eingeladen wirst. Aber siege weiter und du wirst noch berühmter. Und was kommt mit dem Ruhm? Follower. Ja, das ist das Wichtigste, Follower. Also abonnieren. Ja, seht, das ist voll wichtig. Ja gut, Leute, wir probieren es jetzt trotzdem. Wir haben jetzt natürlich nochmal ein neues Track Race bekommen. Das ist wahrscheinlich nochmal 340 verlangt. Ja, das schaffen wir sowieso nicht. Aber ja, wir probieren jetzt das nochmal in L.A. So. Also, es muss jetzt gelingen. Wenn das jetzt nicht gelingt, dann gebe ich es erstmal auf. Aber da wird jetzt auch 340 verlangt. Warum das? Hä? War das vorher schon mit 300? Der war doch 335, was verlangt wurde, oder? Ah, hier. Das ist eine andere. Da gibt es zwei verschiedene. Ach so, das ist zweimal dasselbe, aber halt zwei verschiedene. Ah, okay. Nee, wir machen jetzt erstmal das da. Okay, komm. Also. Sieht easy aus, aber erfordert jede Menge Konzentration und Technik. Und das in verdammt kurzer Zeit. Also schauen wir mal, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Falls nicht, gibt's Nachsitzen. Ja, das Nachsitzen hatte ich jetzt schon ein bisschen, aber... Vielleicht muss ich tatsächlich auch offscreen ein bisschen fahren, um einfach das Auto stärker zu machen. Also das ist so der einzige Weg, den ich jetzt gerade sehe, wirklich einfach ein mega krasses Auto aufzubauen und dadurch halt gewinnen. Aber aktuell mit der Technik, weiß nicht. Aber wie gesagt, ihr dürft gerne einen Kommentar schreiben. In den nächsten Folgen werden wir jetzt sowieso... was anderes angucken. Und dann entsprechend werde ich die Kommentare dann auch gelesen haben, wenn wir hier wieder dazu zurückkommen. Nee, keine Schnitte. Oder kommen wir jetzt am Ende nochmal ran? Ein bisschen sind wir rangekommen, aber gefühlt hat er am Ende gebremst. So sah es fast aus. Aber ja, wir sind 18 Tausendstel, wenn man so will, zu langsam. Oder sagen wir 200stel sind wir zu langsam. Okay, das kriegen wir noch hin. Vielleicht ist Nitro ein bisschen später zünden. Das war vorher auch eine gute Idee. Vielleicht schaffen wir es doch noch, ganz knapp. Die ersten Meter wegziehen. Ich verstehe das nicht. Jetzt komm. Zieh. Ja, der bremst sogar am Ende. Ich glaube fast, die Vorgabe stimmt nicht. Das ist einfach nur so, das ist die Zeit und der Geist, der stimmt, glaube ich, nicht. Das ist, weil der bremst ja am Ende extra noch. So, ne? Also, der könnte ja schneller, wenn er will. Also deswegen... Ich glaube, okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt nochmal versuchen, das zu schaffen. Weil man sieht schön am Geist jetzt, achtet mal drauf, da gehen die Bremsleuchten an am Ende. Ja, Bremsleuchten an. Deswegen haben wir das jetzt geschafft. Komm, dann machen wir das andere jetzt aber auch noch. Dann schaffen wir das doch jetzt auch. Weiter. Okay, du hast das gerade so hingekriegt.
Es war knapp, aber ich beschwere mich nicht. Nimm den Sieg und sei stolz darauf. Bla bla, ey, das ist mega schwer. Ich find's mega schwer. Wow, wie schnell steigen wir jetzt den nächsten Kultrang auf? Okay, das geht ein bisschen schneller. Ich dachte, der nächste Kultrang geht genauso lang wie von Star zu Kult 1. Ich will, dass wir legal werden. Denn wenn wir illegal fahren, wird es Verletzte geben. Es gibt einfach zu viele Probleme. Strafzettel, Gefängnis, Diskussionen mit den Gesetzeshütern. Und da sind die Verletzten noch gar nicht mitgezählt. Wir sollten uns also an das Gesetz halten, statt es zu brechen. Ich hoffe, dass du auch so denkst. Was haben wir jetzt? Ein Wechsel in Kultpunkte-Menü im Pilotreiter, um deine Punkte auszugeben. Okay, alles klar. Also ich glaube mal, dass wir, je höher der Kultrang, je länger dauert es. Also die ersten Kultränge werden wahrscheinlich relativ schnell gehen. Und später wird es ein bisschen länger gehen. So, jetzt müssen wir gucken. Hier können wir noch mal ein bisschen upgraden. Oh, die Boni wären auch interessant von den Bonusteilen, oder? Gucken wir gerade mal Details. Was haben wir denn? Abgedrift, Nitro wird durch Driften. Ja, wow. Genau, super. Bringt richtig viel durch Driften beim Trackstar. So, wir sind eigentlich schon am Ende der Folge, aber ich will jetzt. Upsala. Ich will jetzt dieses eine Rennen nochmal in Miami versuchen. Und dann haben wir mindestens das geschafft, was ich mir heute eigentlich vorgenommen habe. Und alles weitere sehen wir dann. Ja, wir haben jetzt 341, also es ist eigentlich schon mal ganz gut. Da müssten wir sogar das in New York jetzt eigentlich machen können, aber wir machen das jetzt mal. Und jetzt, willkommen, komm, das muss jetzt einfach auch gelingen. Heimat einer der größten Street-Racing-Communities überhaupt. Vielleicht, weil man hier praktisch alles für die Straße zulassen kann. Oder vielleicht, weil die Stadt so tickt. Also bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne auch mal schreiben, wie es euch so ergangen ist. Oder vielleicht habt ihr da wirklich so diesen Magic Trick, wenn man hier richtig schnell nach vorne kommt. Aber gefühlt mache ich jetzt nicht viel falsch. So, 13.133. Also es ist wirklich ein ganz schneller Lauf. Nein, das ist so, boah, gerade noch perfekt geschafft. Sieht die Vorgabe auf einmal so Mittelteil mega weg. Das schaffen wir wieder nicht, oder? Nee. Atme tief durch, konzentrier dich und hol dir die nächste Runde. Nee, 14 fehlen. Irgendwas machen wir falsch, ey. Das nervt mich mega. Sowas schlaucht mich. Ich habe halt so den Drang, einfach immer zu gewinnen. Und wenn was nicht läuft und ich weiß ja nicht warum, dann immer nervig. Weiß ich, drehe ich zu hoch am Anfang? Soll ich ein bisschen so nur bei 5, bei 5,5 drehen oder so? Ich mache perfekte Schaltvorgaben. Ne, keine Schnitte. Keine Schnitte. Also ich versuche jetzt mal das Nitro viel, viel später einzusetzen. Ja, ich komme nicht an diese Zeit ran. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, diese Vorgaben stimmen einfach nicht. Also diese Leistungsindexpunkte-Vorgaben, die kann ich mir vorstellen. Ups, ich wollte es spät einsetzen, jetzt setze ich es halt früh ein, was soll's. Ja, aber guck mal, wie die Vorgabe jetzt hier wieder wegzieht, ey. Nee, keine Chance. Nee, ich hätte es am Ende einsetzen sollen, nicht am Anfang. Weil die Zeit ist jetzt bestimmt noch schlechter als die zwei Läufe davor. Ich glaube, man muss es echt ziemlich spät aufbewahren. Ja, das war nochmals schlechter. Okay. Lassen wir das so stehen, vielleicht habt ihr den Tipp, vielleicht wirklich das erst ziemlich am Ende einsetzen, um einfach eine mega Top-Speed zu generieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das der richtige Weg ist. Aber, sei es drum. Das war es trotzdem mit der Folge. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und natürlich auch mit der Folge, die heute Nachmittag oder heute Mittag kam oder so. Ich denke mal, die wird heute um 12 gekommen sein. Ja, morgen gibt es natürlich auch wieder eine Folge und übermorgen auch und nächste Woche dann wieder Folgen im Doppelpack, weil morgen Wochenende, da stehen halt nochmal auch andere Projekte an. Aber morgen und übermorgen jeweils eine Folge, Samstag, Sonntag, also zwei Folgen, logischerweise. Und dann Montag, Dienstag wieder Folgen im Doppelpack, so ist es zumindest mal geplant. Ja, ich wünsche euch natürlich auch allen viel Spaß. Heute ist ja offizieller Release-Tag. An die Leute, die eine Standard- oder eine Deluxe-Edition haben, wünsche ich ganz viel Spaß mit The Crew 2. Ich glaube, das werdet ihr haben. Mir hat es bis jetzt mega viel Laune gemacht. Und in der nächsten Folge gucken wir uns was anderes an. Wir haben ja jetzt mehr als genug Disziplin. Und da schauen wir mal, was auf uns wartet. Ich bin jetzt raus, vielen Dank, bis dann. Ciao!